Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Delfin TV. Wir sind heute bei diesem wunderschönen Wetter auf der Möhnesee-Messe. Und neben mir steht Stefanie Kaiser, die Initiatorin dieser Messe. Und gleichzeitig mit einem sehr interessanten Programm, was sich selber anbietet. Ja, hallo Silke. Schön, dass ihr auch wieder diese Messe besucht und uns begleitet. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr kommt. Und wir hatten gerade im Vorfeld zu diesem Interview schon ein bisschen gesprochen über das Programm der Messe. Und ihr wart beide sehr erstaunt, dass wir auch so viele Business-Angebote haben. Es wird immer in dieser Gegend gefragt, was ist denn das jetzt hier für eine Messe? Ist das eine ESO-Messe oder ist das eine Business-Messe? Ist das eine Gesundheitsmesse? Und ich möchte sagen, es ist alles, weil mein Weg jetzt erstmal als Initiatorin, die Grundidee war, ich möchte alle Menschen ansprechen. Hier soll jeder da abgeholt werden, wo er gerade ist. Für den einen ist das die Gesundheit, für den anderen ist das, dass er an einem Kreuzungspunkt steht und jeder ist da offen für andere Dinge. Und so, wenn man jetzt hier über diese Möhnesee-Messe geht, wird man das Engelmedium neben einem Personal Coach in Unternehmen finden. Man hat schamanische Heilweisen, man hat auch die Heilpraktikerin, wir haben da die Naturheilverfahren. Es ist alles vertreten und ein Schwerpunkt, den wir hier auch in diesem Jahr gesetzt haben, ist der Bereich Gesundheitsmanagement in Unternehmen. Das traut man uns so nicht zu, sage ich mal. Da sind wir noch nicht so bekannt. Aber wenn man sich mit dem Netzwerk Quellen der Kraft, das sich ja vor 3 Jahren gegründet hat, auch noch mal näher beschäftigt, wird man sehen, da sind viele ehemalige Unternehmer drin. Gut, in gewisser Weise sind wir immer noch Unternehmer, weil wir sind ja eben selbstständig. Aber wir haben einfach diesen Firmen-Background. Wir haben selber lange Zeit als Angestellte oder so wie ich zum Beispiel auch als Geschäftsführerin gearbeitet. Und wir wissen, wie lange wir im Unternehmen sind. Und es ist uns heute einfach so ein Anliegen, da neue Wege aufzuzeigen. Einmal ist das ein neues Miteinander, dass man eben Achtsamkeitscoachings macht. Das ist ja auch alles sehr bekannt. Wir haben einen Afrikaner, Maslin Rempeyao, der von der Côte d'Ivoire kommt und der einen ganz anderen Weg gegangen ist, nämlich Teambildung, auch auf der Führungsebene durch Trommeln. Das ist sehr interessant, da hat er auch sehr große Erfolge, weil da einfach der Kopf komplett ausgeschaltet ist. Mein Anliegen und mein Spezialgebiet, weil ich das damals in meinem eigenen Unternehmen auch so kennengelernt habe, überhaupt diese Thematik, ist das Business Feng Shui. Und da eben das energetische Feng Shui, also die Klärung des Energiefeldes im Unternehmen. Da habe ich ein eigenes Video zu gemacht, energetische Unternehmensberatung, deshalb möchte ich da jetzt gar nicht so viel zu erzählen. Aber im Prinzip geht es darum, einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen, die Arbeitsplätze zu untersuchen, die einzelnen Abteilungen zu untersuchen, wie ist die Energiestruktur da. Weil ein Mitarbeiter, der den ganzen Tag auf Störzonen sitzt, einfach nicht die Leistung bringen kann. Ein Team, was in unharmonischen Energiefeldern arbeitet, wird kein Team. Ja, da kann ich Achtsamkeitscoachings machen, wie ich möchte. Die Energiestruktur um uns herum beeinflusst uns. Und auch bei gutem Willen fallen wir einfach energetisch immer wieder zurück. Und für mich, und das ist mein Anliegen eben, das nach außen zu bringen in Vorträgen, in Workshops und wir gehen in die Unternehmen und machen Infoveranstaltungen, die Basis für ein gutes Gesundheitsmanagement und für eine Teambildung ist für mich auch das Energiefeld im Unternehmen zu klären erst einmal. Wie du vorhin schon gesagt hast, aus einem anderen Interview kennen wir Stefanie auch, oder Frau Kaiser kennen wir da auch, wie sie eben aus eigener Erfahrung erzählt hat, was es ausmacht, wenn die Energien im Unternehmen nicht richtig fließen, weil sie hat es selbst erlebt nach einem Umzug mit dem Unternehmen. Also da stecken ganz praktische Erfahrungen auch hinter. Mhm.
Und was ich so auf der Messe wahrgenommen habe und was du mir auch gesagt hast, es gibt hier einmal, wenn man will, Wellness, mhm. es gibt hier Gesundheitsvorsorge, mhm. es gibt hier auch Informationen im spirituellen Bereich, wer es möchte. Mhm. Ja, und es geht auch viel um Freude. Ah ja, ganz wichtiger Aspekt. Also wir haben ja jetzt die dritte Möhnesee-Messe, die hat sich sehr in der Region und weit über die Region hinaus etabliert. Und wir haben gesagt, man, die Zeiten werden eigentlich immer anspruchsvoller und wir wollen hier einen Raum schaffen, um Freude zu teilen. Wir haben ein schönes Eröffnungskonzert gehabt, wir haben heute gemeinsames Tanzen angeboten, gemeinsames Trommeln. Einfach gestern Abend hatten wir ein sehr, sehr schönes Konzert mit einer sogenannten Musikschamanin. Tief berührend und da habe ich einfach gesehen, durch diesen Trommelrhythmus, wir haben nachher alle getanzt nach dem ersten, nicht unanstrengenden Messetag, aber dass durch dieses Tanzen so viel Energie nochmal in uns frei geworden ist und was auch uns als Gruppe, als Aussteller mit den Besuchern zusammen nochmal so richtig schön verbunden hat. Und viele sind auch heute wieder den zweiten Tag gekommen, viele Besucher. Und ich merke einfach, die Sehnsucht ist auch da, auch einfach mal loszulassen, einfach mal ja, dieses innere Kind wieder zu spüren. Mhm. Das war ein ganz wichtiger Akzent für uns in diesem Jahr. Was uns eben auch sehr, sehr wichtig ist, durch die, das ist jetzt wieder sehr spirituell, wie ich das erkläre, aber es ist eine anhaltende Schwingungserhöhung auf der Erde. Und dadurch werden viele Menschen fühliger, hellfühlig, hellsichtig. Und wenn das nämlich anfängt, dann fühlt man sich oft sehr isoliert, wenn man halt in der sogenannten normalen Welt zu Hause ist und vielleicht in einem Arbeitsumfeld ist oder in einem Freundeskreis, der sich nicht so öffnet. Also ist hier so ein Ort, dass sich regionale Menschen treffen können, andere Menschen aus der Region finden, die sich auch für diese Themen interessieren und sich einfach nicht mehr so isoliert fühlen und sagen, okay, ich spinne nicht, da sind andere, die nehmen das auch wahr. Und wir versuchen hier auch ein großes Netz zu schaffen für die interessierten Menschen. Also dieses Netzwerk Quellen der Kraft ist ja mehr für die Kollegen gedacht, die den ganzen Tag in der Beratung sind, immer viel geben. Auch wir brauchen mal einen Kreis, wo wir uns austauschen und wieder auftanken. Und das schaffen wir auch, hoffe ich, dass sich das immer weiterentwickelt. Oder wir sehen es ja auch, dass es sich immer weiterentwickelt. Dass man sich hier nicht mehr so isoliert fühlt, sondern zueinander findet. Das mit Verbinden ist immer unser Anliegen. Und deshalb haben wir auch Business neben dem Engelmedium. Wir wollen verbinden, Schnittstellen schaffen. Finde ich sehr schön, weil es ist auch eine Möglichkeit hier auf der Messe, liebe Zuschauer, als wie Frau Kaiser schon sagte, als jemand, der vielleicht gerade neu anfängt, sich mit seiner eigenen Fühligkeit auseinanderzusetzen, aber noch sehr bodenständig oder glücklicherweise bodenständig ist, hier zurechtzufinden, weil hier gibt es bodenständige Angebote und hier gibt es aber auch Angebote, die schon in den spirituellen Bereich und in die Persönlichkeitsentwicklung gehen. Und mir persönlich gefällt das sehr gut.